Heute geht es um die App Norgesgard. Norgesgard ist eine App, um Norwegen zu erkunden, sei es zu Land oder auf dem Wasser. Und diese App beinhaltet die komplette Karte von Norwegen mit dem dazugehörigen Meer und die ganzen Fjorde. Man kann wunderbar rein und rauszoomen mit zwei Fingern, ist alles kein Problem. Und kann sich dann den Ort suchen, wo man gerne hin möchte. Hierzu gibt es drei Kartentypen. Einmal die Landkarte, die ihr hier seht, die auch sehr detailliert ist. Das könnt ihr hier ganz genau sehen. Hier sind die ganzen Straßen drin, Berge, Orte, Fjorde, die kleinen Inseln. Des Weiteren gibt es hier die Seekarte, die habe ich genutzt, als ich das letzte Mal in Norwegen war. War super. Da hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Hier sieht man die ganzen Tiefen einwandfrei. Und das geht alles ohne Probleme über GPS. GPS in Norwegen. Also ich hatte keinen Ort, wo ich kein GPS hatte. Und da kann man sich durch die Funktion der Karte, durch den Button hier unten rechts, kann man sich seinen eigenen Standort anzeigen lassen. Und dann kann man auch direkt zu dem Ort navigieren, wo man dann hin möchte. Und kann sich dann auch noch die Koordinaten anzeigen lassen. Man hat auch hier noch die einfache Karte. Die sieht man hier. Auch sehr detailliert. Auch sehr schön. Gut, dann wechseln wir wieder zu der Tiefenkarte, zu der Seekarte. Hier haben wir noch auf der rechten Seite die Lupe. Das ist die Suchfunktion. Kann man jetzt zum Beispiel einmal eingeben, sagen wir mal Bergen. Dann zeigt er alles an, was er über Bergen findet. Dann drücken wir mal hier oben auf. Und dann zeigt er mir hier Bergen an. Mit den dazugehörigen Hafen, dem Fjord. Kann man noch weiter rauszoomen. Und dem umliegenden Meer. Und was man auch noch hat, hier sieht man einmal, dass es Festland ist, Bergen. Das ist jetzt etwa 1006 Kilometer von meinem jetzigen Standort entfernt. Plus noch die ganzen Koordinaten von Bergen. So. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, sich die Gebiete, die man haben möchte, direkt herunterzuladen. Das geht folgendermaßen. Und zwar sucht man sich jetzt zum Beispiel das Gebiet hier aus, drückt unten links auf den Button. Dann hat man diesen Ausschnitt herunterladen, ja, herunterladen. Dann kann man das noch direkt benennen, auf OK drücken. Und hier sieht man dann schon mal, dass das was kostet, monatlich oder jährlich. Dann hat man diese heruntergeladenen Karten, kann man dann auch komplett offline nutzen, hat dann bloß dementsprechend eine Gebühr. Ich habe das zum Beispiel in Norwegen nicht gebraucht und von daher, das muss dann jeder selber entscheiden. Was man hier noch hat, ist die Regeln und einmal die Info über die App selber. Hier kann man sich das nochmal direkt belesen. Auch eine super Sache. Sehr informativ. Insgesamt kann ich nur sagen, ich kann diese App nur jedem empfehlen, der mal nach Norwegen möchte. Sei es nun, um die Gegend zu sehen, um zu wandern, Berge zu erklimmen oder halt zu angeln. Daher von mir 5 von 5 Sterne. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis dahin, macht's gut. Bis demnächst.